Ja, hallo ihr Lieben. Zeitlose Hundetherapie ist wieder da. Und ich hatte eigentlich ein anderes Video, wo ich drauf reagieren wollte, weil sie da über mich ganz schön hergezogen ist und auch irgendwie Gott weiß, was behauptet hat, was ich mit Hunden angeblich mache. Ich finde es nicht mehr. Wer es hat, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich da auch noch was zu sagen. Aber ich habe mir jetzt erstmal ein Video angeguckt zur Leinenführigkeit. Und was ich dazu zu sagen habe, das sage ich euch nach dem Intro. Dann gucken wir uns das erstmal kurz an. Wir sehen also einen Hund, der das Barfußgehen kennt, aber haben schon gleich einen elementaren Fehler, und zwar wiederholt sie das Kommando Fuß. Das ist eigentlich ein No-Go. Wir sagen ein Kommando immer nur ein einziges Mal. Bevor ich jetzt richtig loslege, sage ich euch aber kurz, dass natürlich die Natalia Mildenberger die Urheberin ist von diesem Video. Und den Link zu einem Video, auf das ich reagiere, tue ich unten in die Videobeschreibung. Ihr seht es aber auch da oben an dem Titel. Ja, dann schauen wir mal weiter. Also ihr seht, es geht sehr schnell, vor allem bei einem ausgebildeten Hund. Bei einem Hund, der nicht ausgebildet ist, dauert es ein bisschen länger, ja? Und da habe ich halt durchgeguckt in ihren ganzen Videos. Ich habe ja auch die Passage gesucht, wo sie über mich gemeckert hat. Aber ich habe nichts gesehen, wo sie mit schwierigen Hunden arbeitet. Wir sehen also jetzt im Grunde genommen nur noch das Ergebnis bzw. eins. Aber da habe ich ja schon mal drauf reagiert. Das tue ich euch in die Infobox, wo sie halt einen futteraggressiven Hund eigentlich nur provoziert. Und der ist halt angekettet und knurrt und dann geht sie vor ihm hin und her. Aber solche Videos in Neu habe ich jetzt nicht gefunden. Aber gucken wir uns weiter dieses an. So. Und somit kannst du eigentlich ganz schnell deinen Hund trainieren, dass er wirklich bei dir bleibt. Du kannst ihn trainieren, dass der Hund neben dir läuft. Und du kannst ihn sehr schnell damit einfach ja, verknüpfen, dass er nicht entscheidet, wo es hingeht, sondern dass du entscheidest und er dir hinterherläuft. Das ist eine ganz einfache Form, wie du deinem Hund lernen kannst, dass er Fuß bei dir läuft. Das kannst du auf der Straße machen oder auf dem Feld. Wo auch immer, das ist egal. Also sie hat im Grunde genommen ganz am Anfang des Videos erklärt, dass man einfach hin und her geht. Der Hund will nach rechts, man selbst geht nach links. Das ist im Grunde genommen eine Vorbereitungsübung. Und man geht aber nicht einfach spontan hin und her, wie sie das so zeigt, sondern man wartet darauf, dass der Hund einen Fehler macht. Also in dem Moment, wo der Hund nicht auf mich achtet, dann wechsle ich in die Richtung. Und das fehlt mir einfach in ihren Ausführungen. Also sie imitiert da im Grunde genommen eine Methode, die ich von Karnes kenne, ohne sie eigentlich verstanden zu haben. Und man sieht halt, dass sie hier auch mit, ich würde fast mal sagen, mit tierschutzwidrigen Halsbändern arbeitet. Und man weiß oder man kann sich denken, dass die Methodik die also Schmerz eigentlich ist. Und da habe ich, bevor ich so ein Halsband nehme, doch lieber eine andere Methode. Und zwar, wenn ich das erstmal mit dem Hin- und Hergehen gemacht hat, im Fall der Hund achtet nicht auf mich und ich wechsle die Richtung und dann sehe ich, der Hund hat es verstanden, beziehungsweise wenn man dann sieht, ja, er hat es zwar eigentlich verstanden, aber er geht trotzdem lieber noch seinen eigenen Interessen nach, dass ich dann mit einem gut geübten Leinenruck den Hund korrigiere und dann die Richtung wechsle, um dem Hund auch verständlich zu machen, was er tun soll, ohne Schmerz, sondern mit einem kleinen Erschrecker. Und das kann ich halt nur mit einem Lederhalsband machen.
Wenn ich das mit so einem Halsband mache, klar, habe ich ein tolles Ergebnis am Ende, weil der Hund fürchtet ja den Schmerz. Und es ist halt immer, ohne Korrektur geht es nicht. Und es ist auch eine körperliche Korrektur. Wir mit diesem Leinenruck, den ich da erwähnt habe, wird halt das Rempeln unter den Hunden imitiert. Aber ins Fleisch ziehende Stachel, die gibt es in der Hundesprache nicht. Also, sie zeigt es nicht mehr so offen, aber man sieht, dass sie eigentlich ihre Methodik nicht geändert hat. In diesem Sinne, wenn ihr mehr Videos haben wollt, dann schickt mir bitte Links dazu. Und ich bin gerade bei React-Videos auch immer sehr auf Spenden. Beziehungsweise man darf ja nicht Spenden sagen, dann kommt man ins Gefängnis. Das hat ja der Ballweg gezeigt. Auf Schenkungen angewiesen, weil so ein journalistischer Kanal wie meiner muss sich natürlich finanzieren. Und er finanziert sich eben auch über Bücher. Das Gedankensexbuch ist halt ein Buch, was das Schwert des Geistes ergreift oder beziehungsweise die Waffenrüstung Gottes anlegt. Und dazu tue ich euch auch noch eine aktuell brandneue Sprachnachricht von mir von heute unten in die Videobeschreibung. Und ich bitte euch, verbreitet meine Botschaft, macht Werbung für meine Bücher, kauft meine Bücher, damit ich das finanzieren kann, solche Videos auch zu machen. Und ja, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich finanziere meine Kanäle mit dem Verkauf von Büchern. Und zwar einerseits Bücher, die rein journalistisch sind, aber auch das Buch Gedankensex mit einem Patrioten, weil die Kunst viel besser aufklären kann als reine Fakten, weil da auch das Gefühlsleben erreicht wird.